Hose haben wir euch natürlich extra zum Klaus gezeigt, damit es mal abgeht. Können... Oh, halt deine Fresse, halt deine Fresse! Ey, im Finale, im Finale! Ey, was passiert hier? War das peinlich? Ey, dann werde ich lieber Zwölfter. Dann werde ich lieber Zwölfter. Da hebe ich auch die Hand. Zeig mal. Tor vom Wildcard-Spieler Timo Concella. Das war Arbeitsverweigerung. Digga, er macht da seinen Fuß rein ins Netz. Auch der Letzte. Ja, ist auch der Letzte. Torwart jetzt im Dribbling nach vorne. Torwart fällt hin, was passiert hier? Torwart blockt. Was ist denn jetzt los, Leute? Ganz interessantes. Und das ist das Ding! Was passiert hier? Was ist das Ding? Was geht ab? Was ist denn da? Warum dribbelt der Torwart nach vorne? Er wollte ihn gleich gut machen. Er wollte ihn gleich gut machen. So, ja, scheiß drauf, wir haben jetzt wieder gemacht, wir machen jetzt ein Tor. Er dachte, er wäre im Endeffekt, könnte jetzt durchlaufen. Guck mal, was macht er? Er nimmt sich vor und jetzt, das ist jetzt hingefallen. Nein, weiß ich nicht, darf dir nicht passieren. Ein Ausflug ohne Reise. Digga, stell dir vor, du spielst das erste Mal in deinem Leben vor 13.000 Leuten. Und dann machst du die ganze Zeit 3-0. Pures Spektakel. Sein Sohn guckt vielleicht zu. Sein Sohn ist im Stadion. Mit Mama und er sagt, guck mal, das ist der Papa da. Die Eltern, alle sind da. Noch ein Eigentor.